einfach mal auspowern, sich richtig schön nass und dreckig machen. Darum geht's beim dritten Cross de Luxe am Markkleeberger See. Auf einer etwa 8 Kilometer langen Strecke können sich die Extremläufer austoben. Sie bekommen das volle Programm, 15 Hindernisse, die es in sich haben. Man weiß nie so richtig, was auf einen zukommt und ist immer wieder überrascht, denn auch ganz vorne gibt es eine Schlammgrube, wo man durchruppen muss, weil man über einen ist es begrenzt, ja, man muss dann da durchkriechen und hat dann Schlamm überall. Man weiß nicht, wo eigentlich nicht ist. Schöne Hindernisse, auch teils recht gefährlich, hätte ich gar nicht gedacht. Also ich bin eigentlich nicht der Typ, der zurückschreckt, aber muss schon sagen, an die Leute, die ein wenig älter sind, Respekt. Kein Lauf, es ist einfach nur wühlen, klettern, springen, klettern. Man hat gerade das erste vor der Auto, kommt das nächste. Aber man kann zum Glück auch gar nicht drüber nachdenken. Ich habe mich gefragt, warum wir gleich am Anfang durchs Wasser müssen, aber wir mussten ja noch ungefähr 7 oder 8 Mal durchs Wasser. Joggen ist öde, verschiedene Schwierigkeitsstufen angesagt. Die Starter erleben einen ultimativen Hindernislauf inmitten der Natur und das bei bestem Wetter. Neben festem Schuhwerk sind vor allem viel Puste und Geschick gefragt. 1000 Männer und Frauen laufen mit. Im Vergleich zu ähnlichen Läufen sind es relativ wenige Teilnehmer. Wir wollen ja keine Staus an den Hindernissen und wir wollen, dass auch alle Leute durchlaufen können und nicht irgendwo warten müssen, wie das bei anderen Läufen der Fall ist. Und deswegen haben wir das Teilnehmerfeld einfach begrenzt, auch aus Sicherheitsgründen, damit an den Hindernissen auch alles entspannt zugeht. Bei dieser anstrengenden Runde ist dabei sein alles. Die Endzeit eher Nebensache. Bestimmt auch im kommenden Jahr zum nächsten Cross de Luxe am Markkleeberger See.